Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Slowdown. Mit mir dann gleich. Ja, wir machen heute mal wieder Daily Shop News. Und einen Kommentar möchte ich gerne vorlesen. Das ist wieder von. Nein. Von Maxi Max. Das ist dieser hier. Ich bin fast wie Klaus Heißler, nur mit dem Unterschied, dass ich dich mag. So, Maxi Max, schwimmst du auch in einem Wasserglas rum? Spaß. Woher willst du eigentlich wissen, dass Klaus Heißler mich nicht mag? Wir sind eigentlich super gute Freunde. Doch Klaus und ich, wir sind super Freunde, sag ich dir. Wir verstehen uns prima. So, nee. Quatsch, alles Blödsinn, weißt du, ne? So, also, dann gucken wir mal rein. Dann an Pet 2003. Ja, das ist, du müsstest noch ein bisschen stärker werden mit nur 8 legendären Karten. Das wird heftig bei uns. Da musst du noch ein bisschen zulegen. Ne? So, dann geht's los in die Combo. Ah ne, schauen wir erstmal hier jetzt rein. Wo hab ich jetzt gedrückt? Das ist nicht so, das, was ich nicht will. So, hier erstmal die Mom's Old Fashioned Mystery Box. Nach wie vor die Peggy drin. Gecko hat, soweit ich das gesehen habe, für 25 Gems eine Peggy da rausgezogen. Ja, Gratulation, mein Lieber. Sensationell geil. So, dann gehen wir mal weiter. Dann schauen wir mal in den Shop rein. So, und da haben wir einen Farnsworth. Professor Farnsworth, die Mythic. Das Mythic Pack mit Burger Ticked Teddy, Baked Evil Monkey, Butter Toffees und Lois Griffin. Schon ziemlich nice, bis auf Lois Griffin. Tja. Das ist schon cool. Naja, gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier die Karten sind nach wie vor Kleptobox und Wingnutbox. Hatten wir ja schon gehabt. Und dann gehen wir schon in die Combo Mastery rein und gucken mal, was da so am Start ist. Jo, und dann beginnen wir mit Balloon Fight. So, kommen wir da rein. Das ist der Balloon Fight mit Waffenkarten. Relativ viel Punch. Dann haben wir eine Bombe. Und das andere kann ich jetzt gerade nicht so richtig erkennen, was das ist. Ist das ein Herztruff? Also wäre es Leben bei einer Combo. Ja, auf jeden Fall. Mega, 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 mega coole Combo. Wer 500 Gems über hat und da nicht so drauf achten muss, der kann die sicher holen. So, dann geht's weiter. Gehen wir in die nächste Combo rein. Das ist der Legman. Ja, und der Legman ist natürlich auch eine relativ ungewöhnliche Roger-Kombo, weil er elffach, also weil er eigentlich nur Punch hat und Schild. Normalerweise ist der Roger ja dafür bekannt, dass man damit viel Gas austeilt. Also deswegen der Legman eigentlich eher untypisch für einen Roger. 500 Gems, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. So, also ich spiele gerne Roger, aber ich würde mir das trotzdem nicht holen. So, jetzt kommen wir allerdings zu einer richtig nicen Combo. Nein. Das ist sie nicht. So, das ist sie. Das ist der Paintball Bill. Der hat Gas, der hat Cripple. Und da werden Leben geheilt, wenn eine Combo gespielt wird. Also, was heißt Leben geheilt? Die Lebensanzeige wird erhöht. So, und das hier ist natürlich schon ziemlich stark. Ja, schon relativ cool, wenn jemand also einen Bill hat,
plus Waffenkarten im Deck. Heute die 1000 Gems dafür aus, also was heißt 1000 Gems da, diese 1000 Stones dafür ausgeben, das ist eine geile Combo, Leute. Das ist wirklich cool. Bei mir lohnt es jetzt nicht, ich habe den Bill. Zum einen habe ich ihn nicht oder nur Single, also nicht mal Fused. Dann macht er keinen Spaß. Lohnt sich nicht bei mir. So, und dann kommen wir zu einer anderen Combo, die ist mit einem meiner Lieblingscharaktere, aber leider davon eine der schwächsten Combos. Das ist der Grillkoch. Das ist der Paintball Bill. Das ist der Grillkoch. Oder hier Grillcook. Und da haben wir, ja, wie zu erwarten, Restaurantkarten. Also, ja, mit nur einer Bombe. Das lohnt sich überhaupt nicht. Da unten noch die Pantry Guns. Ich frage mich, was hat eine Waffenkarte? Warum Tina mit einer Waffenkarte mit Pantry Guns ergibt einen Grillkoch? What? Kong, was habt ihr euch denn da einfallen lassen? Tina und eine Unexpected Weapon ergibt einen Grillkoch. Tina und ein langer Stock mit einem scharfen Stein ergibt einen Grillkoch. Sind die jetzt alle bewaffnet oder was? Sollen die da hier mit den Burgerwändern da um sich kloppen oder wie oder was? Hä? Ergibt irgendwie keinen Sinn. Am Anfang mit den Restaurantkarten, das hat ja noch, war ja noch irgendwie logisch gewesen, aber mit Waffenkarten? Also, sorry, aber na gut. Ja, das war es jetzt heute gewesen von den Daily Combo Masteries und dem Daily Shop. Und wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch weitergeholfen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, was ihr denkt. Schaltet das nächste Mal. Ah ne, Abo, erstmal Abo, 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 Abo. Mach mal Abo. Mach mal Abo gleich da unten, mach mal Abo. Gleich da unten auf die, mach mal Abo. Und danach Glocke. Abo und Glocke. Bitte. Würden wir uns super, also würden wir uns super freuen. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.